Alles, was du dir nur vorstellen kannst. Also erstmal so die ganz offensichtlichen Dinge. Ich koche natürlich Riesentöpfe Tomatensauce, weil teilweise sind natürlich von den immensen Mengen, die ich teilweise am Tag dann auch ernte, wenn ich einen Erntetag mache oder auch zwischendurch ernte, habe ich immer eine Kiste in der Hütte stehen, wo ich einfach so ein bisschen zwischendurch geerntet, dass immer mal was reinlegen kann. Und davon ist natürlich alles nicht immer super, super schön. Da sind auch mal matschige Tomaten dabei oder einfach ein bisschen aufgeplatzte oder sowas. Die wandern alle dann in meinen Topf für die Tomatensauce. Ansonsten Chutneys, einfach in Olivenöl eingelegte Tomaten, wunderbar. Über den ganzen Winter kann man das wunderbar essen. Ja, und das macht mir einfach super viel Spaß. Aber neben den Tomaten habe ich natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Sachen in meinem kleinen Garten. Wir haben natürlich nahezu alle Küchenkräuter, die man sich nur vorstellen kann. Wir haben Zwiebeln, wir haben Knoblauch, wir haben Mais, Bohnen, Erbsen, Gurken, Paprikas, Chilis. Wir haben mittlerweile mehrere Obstbäume gepflanzt. Die brauchen zwar noch ein paar Jahre, bis wir wirklich den großen Ertrag haben. Aber ja, das verstehe ich halt auch alles unter Nachhaltigkeit, unter, ja, dass es einfach ein großes Ganzes ergibt, dass es auch einfach Sinn macht. Und wenn dann wirklich im Garten doch mal was übrig bleibt, auch beim Kochen was übrig bleibt, aus dem man gar nichts machen kann, was dann quasi in die Tonne wandern würde, habe ich die wunderbare Alternative eines schönen großen Komposts bei mir im Garten, der sich auch immer wahnsinnig drüber freut, wenn er auch was kriegt und auch gefüttert wird. Das heißt, meine Tonne zu Hause, zumindest was die ganzen ungekochten Bioabfälle und Rückstände von Obst, Gemüse und so weiter, was da alles anfällt, so im normalen Alltag beim Kochen, aber auch mit der Familie, landet alles wunderbar wieder zurück in den Zyklus im Garten. Und das verstehe ich auch einfach unter Nachhaltigkeit, dass es das große Ganze ist, dass man aus allem was machen kann. So, um auf das Thema zurückzukommen mit der Nachhaltigkeit, haben wir uns diesmal ja die Karotte rausgesucht. Und die Karotte ist eins von vielen wunderbaren Produkten, an denen man das einfach zeigen kann, was man alles Verschiedenes aus einem kleinen Gemüse machen kann. Und ich fange jetzt einfach mal an, euch zu zeigen. Fangen an mit einem, das ist eine ganz einfache Geschichte. Wir haben jetzt hier ein Stück Fisch, in dem Fall einen schönen Saibling. Den haben wir glasig auf der Haut, kross gebraten. Wir haben jetzt hier Karottensalat. Mein Karottensalat vielleicht ein bisschen anders als euer Karottensalat zu Hause. Ich mag den Karottensalat immer ein bisschen derber. Und ich habe jetzt die Karotten einfach nur runtergeschnitten. Das kann man auf einer Mandoline machen, das kann man auf einer Aufschnittmaschine machen. Das kann man aber auch einfach mit einem Messer machen, mit einem Sparschäler machen. Wie man möchte, wie fein man es auch haben möchte. Die Karotte fein runtergeschnitten, bisschen mariniert mit einem neutralen Pflanzenöl. Und dann einfach bei sehr starker Hitze im Ofen einfach kurz angegart. Die Karotte ist gar, hat aber noch einen schönen Biss. Hat eine schöne leuchtende Farbe, weil sie ein bisschen Temperatur abbekommen hat. Und ein paar Röstaromen mit drin. In dem Fall haben wir jetzt hier die ganze Karotte verarbeitet. Wir haben das Grün oben ein bisschen gestutzt und haben die Schale auch dran gelassen. Die Karotte ist einfach nur gewaschen, ist ein bisschen abgeschrubbt worden. Und ansonsten verwende ich so gut wie alle Gemüse, wenn es irgendwie möglich ist, komplett mit Schale. Also bei mir wird auch keine Kartoffel geschält oder sowas. Das landet immer direkt mit drin. Ist auch nichts Verkehrtes dran. Gut waschen und dann ist gut. Dann haben wir ein wunderschönes Stück glasig gebratenen Saibling dabei. Wir haben jetzt von der Karotte auch wunderbar, was viele einfach wegtun, was man teilweise ja im Supermarkt schon auch gar nicht mehr zu Gesicht bekommt. Leider ist das Karottengrün. Lassen sich auch wunderbare Sachen draus machen. Fein zupfen, einfach mit in den gemischten Salat mit reintun. Man kann sich wunderbar es fein hacken, man kann es im Brotaufstrich machen. Man kann, wie vorhin schon angesprochen, auch eine Art Pesto draus machen. Immer das Grün einfach wäscht und auch mit einem Öl, mit einer Nuss, mit einem Sonnenblumenkern, natürlich auch klassisch mit einem Pinienkern, wenn man das möchte, einfach versetzen. Käse würde ich in dem Fall weglassen, weil er einfach den Geschmack ein bisschen zu sehr kaputt macht. Ich finde, dazu passt immer super gut, wie gesagt, wie wir gerade gesprochen haben, ein paar Kerne, in dem Fall Sonnenblumenkerne, finde ich, ist heimischer, als jetzt einen Pinienkern zu nehmen. Ist auch nicht so teuer. Einfach nur, um hier auch ein bisschen in den schon leicht weichen Salat ein bisschen Crunch reinzubekommen. Als Würzung für den Fisch, der Olaf wunderbar vorhin gemacht, aus der getrockneten Schalen und aus der getrockneten ganzen Karotte, machen wir uns jetzt im Endeffekt ein Gewürzsalz. Wir haben hier vorne Salz, wir haben
die getrocknete und gemörserte, gekutterte oder zerkleinerte Schale. Wir mischen das einfach ein bisschen Salz und geben das als Karottensalz in dem Fall einfach auf unseren Fisch. Das passt von der Farbe super, das Produkt ist verarbeitet. Es ist nicht einfach nur Salz, das kann man auch mit allen anderen Dingen machen, mit allen anderen Gemüseschalen, die man trocknet. Geht wunderbar. In dem Fall auch vom Saibling. Der Kaviar passt auch hier einfach farblich wieder hervorragend dazu. Gibt auch einfach nochmal eine andere Note rein. Bisschen was Frisches, was Knackiges. Und zum Schluss, um es so ein bisschen abzuschmecken, wie ein bisschen Traubenkernöl. Den Karottensalat haben wir mit ein bisschen Zitronensaft für die Säure, den auch der Fisch gut vertragen kann, angemacht. Bisschen Salz, bisschen Zucker, Pfeffer. Das war's. Thank you.